Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge des Elex 2 Let's Plays, wo letzte Folge ja hier diesen, ja, ich sag mal, U-Bahn-Schacht oder so entdeckt haben. Und hier eigentlich drinnen erkunden wollen. Für alle, die keinen Bock auf so eine Scheiße haben, das passiert bei mir öfters. Und wir drinnen alles erkunden wollten, wir haben hier noch einen zweiten Gegner, den ich noch nicht gepult hatte, dort. Der jetzt erstmal noch drankommt, ein zweiter Herumtreiber. Dich hol ich mir. Bevor wir hier alles looten, beziehungsweise noch tiefer in dieses Gewülst hier reingucken werden. So, und ich versuche mich heute mal jetzt ein bisschen mehr auf den Fight zu konzentrieren als bei der gestrigen Folge. So, einmal einen starken Hit. So. Guck mal, wie gut das gehen kann, wenn man konzentriert ist. Na gut, ich habe ja aber auch Platz zum Kämpfen. Ist wieder passiert. Meine Güte. Dieses Sterben, ohne dass der Gegner eine Kampfanimation macht. Unglaublich. Unglaublich. Hab mich so gut angestellt und dann, naja, egal. Dich hole ich mir. Ja, ich mich dir auch. Ja, gut, okay, ich war auch noch nicht volle Leben, aber diesmal habe ich zumindest die Kampfanimation erkannt. Dann warten wir halt, dass mein Leben vollgereckt sind. Was soll's? Das sind die ersten Zweihandgegner, gegen die ich ernsthaft mich ein bisschen hart anstelle. Sonst waren Zweihandgegner bis jetzt immer umhertänzeln und gut war. Aber hier bei denen irgendwie läuft das nicht so mit den Umhertänzeln. So, HP sind über Hälfte, wir probieren's. Dich hole ich mir. Wollte ich aber was Neues probieren und einen starken Hit landen, dann hat mich das Spiel sofort bestraft. Dich hole ich mir. Hey. Ja gut, dann halt nicht ausweichen. Sehr schön. So, einmal das. Einmal einen Heiltrank, ist mir egal. Nein! Unnötig. Einfach nur unnötig. So. Speichern und vollessen. So, haben die gute Waffen gedroppt? Zweihandwaffen? Nö. Nö, nö. Gut. Dann einmal erstmal alles looten hier. Und gucken wir mal, ob wir für die Scheiße, die wir hier gemacht haben, belohnt werden. Kleiner Heiltrank stehlen. Ja, von wem soll ich das denn noch stehlen? Ihr Witzbolde. Derjenige, dem das gehörte, der ist tot. Der hat mich angegriffen. Seid ihr sind noch mehr, dann mache ich nachher ein dummes Gesicht, weil ich hier gerade geklaut habe. Banditennachricht. Echt wichtig. Wir sind so klug. Wir haben. Erst haben wir nachts die Kleriker-Idioten in ihren Außenposten beklaut und dann haben wir alles in den Tresor in der Nähe vom anderen Ausgang gestellt. So müssen wir nicht alles durch den ganzen Tunnel schleppen. Der Code für den Tresor 1234. Steht zwar nicht der Code da, aber ja. Gut. Falls wir den so finden, wissen wir, wie wir ihn aufkriegen. Vermutlich am anderen Ende des Tunnels. Erstaunlich wenig, was ich hier looten kann. Ich hätte echt gedacht, dass es mehr ist, aber gut, okay. Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr Gegner. Halt, hier oben habe ich noch nicht geguckt.
So, ich wollte... Was wollte ich? Wollte ich noch... Nee, ich wollte doch, glaube ich, so irgendwas gerade... Was mein Inventar nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ah doch, jetzt fällt es mir ein. Ich wollte die Elex-Taschen aufmachen. Die da und die da. Wer sagt's denn? So. Wusste es doch. Irgendwas wollte ich machen. So. Dich erledige ich im Handumdrehen. Jetzt erkennt man auch, dass es wirklich ein U-Bahn-Schacht ist. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Wir haben jetzt gespeichert für den Fall der Fälle. Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der an irgendwelchen Objekten festhängt beim Kämpfen. Lass uns mal hier fighten. Hier haben wir Platz. Freundlichsten Dank. So, einmal bitte bei dir auf den Boden. Einmal. Bam. Aber, na klar, das ist irgendwann mal passiert. Nein! Ja, bevor wir das Ding, den gleichen Fehler denn noch machen. So, komm, weg mit dir. Mann, ey. Wieder fast keine Leben mehr. Der hat gerade 9 starke Heiltränke gedroppt. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Okay. Da. Auf der 5. Mein Lieblingsheiltrank gegenwärtig. Gut, ich... Boah. Will mich nicht beschweren. Wo ist mein Essen? Da. Endlich mal ein Gegner, wo ich schon vom Loot alleine überrascht bin. So. Hier unten brauchen wir ja nicht auf den U-Bahn-Schacht laufen. Da war definitiv noch einer. Wenn nicht sogar 2. 2 sogar. Okay, seid ihr aggressiv? Du entkommst mir nicht. Ja, seid ihr? Mhm, mhm. Die haben, glaube ich, beide Waffen. Auf jeden Fall der eine Schrotflinte. Mal gucken, kann ich euch vielleicht rauspullen? Gemeinsam schaffen wir das. Nein, nein, nein. Uiuiui. Sehr schön so. Wenn der andere jetzt weg ist, dann haben wir hier den Easy Fight. Oh, oh. Wieso willst du ausgerechnet hier in der kleinsten Ecke fighten? Ehrlich. Kommt ja aber auch nicht raus, ne? Mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren. Jetzt. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Beschädigter Großbogen. Ja, schön, dass das auch mitten im Fight passiert, aber ich glaube, das war gewollt vom Spiel. Beschädigter Großbogen, ist der gut? Kriegs? Da, Großbogen. Habe ich jetzt schon 2-mal. Okay. Gut. Vollheilen. Und dann gehen wir auf den letzten da hinten klatschen, den mit seiner Schrotflinte. Du entkommst mir nicht. Okay. Der hat ein Schild. Aua, aua, aua. Was? Dafür sorgt, dass er weniger Schaden bekommt. Das mit dem Schild hochhalten, wenn die ihre Fernkampfwaffen benutzen, sollte ich mir angewöhnen. Das klappte sehr gut. Aua. Aua. Heiltrank. Wir haben genug. Sehr schön, so. Beschädigte Doppelläufige erhalten.
will direkt wissen, ob das eine gute Waffe ist. Da. Naja, tragen kann ich sie auch nicht. Okay, gut, so. Trank des Gauners. Wir werden hier alles klauen bei den Herumtreibern. Was ich alles so finde. Die waren aggressiv, von daher, ich mache mir keine Sorgen, dass ich die hier beklaue. Ich glaube auch noch nicht, dass das alle waren. Oh, hier ist auch nichts. Der Tresor fehlt ja auch noch. Von daher... Ist hier irgendwo noch was? Hier ist nichts, das sah nur so aus. Das andere Ende da hinten, das sieht aber auch nicht so aus, als ob da was wäre. Wir laufen hier unten einmal lang. Was soll denn das für eine Spurbreite sein? 4 Meter Spur oder was? Jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn das keine vom Aussehen her nicht mindestens eine 3 Meter Spur ist oder Breite, ja, da weiß ich aber auch nicht. Mann, Mann, Mann. Was für eine Spurbreite. So. Wir suchen immer noch den Tresor. Halt schon, wir hatten noch den einen Trank, den ich noch trinken könnte. So. Gerissenheit plus 1. Danke dafür. Da war noch... Ne, da war nichts. Sah nur so aus. Hier ist noch Schrott. Also wie gesagt, es mangelt mir noch am... Tresor. Kleiner Elix-Trank, den ich selbstverständlich gerne noch looten würde. Jetzt geht's rund! Speichern. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich versuche mich mal entsprechend zurückzuhalten. Hier müsste eigentlich einmal ein solcher Angriff drauf. War zu spät. Komm, weg mit dir, los. Sehr schön. Sehr gut. Speichern. War klar, dass ich mich gegen die Frau wieder anstelle wie der letzte Mensch. So, sie ist einmal gegen die Wand gelaufen. Wir nutzen den Moment und sie ist tot. So, hier die Waffe noch nehmen. So, die waren auch etwas überraschend für mich gerade dort. Sonst hätte ich nämlich, glaube ich, ich hätte so oder so beide gepullt, aber ich hätte es zumindest versucht zu vermeiden. Aber gut, egal. Wo ist der Tresor? Am Ende gibt es ja noch nicht mal einen. Ob sich Kaya mittlerweile wieder abgekühlt hat? Das dunkle Elex gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Kaya könnte mir dabei helfen. Ich sollte mal nach ihr sehen. Ah ja, okay, wir kriegen vom Spiel sogar den Hinweis, wann wir da hin sollen. Gut. Auch wenn ich überhaupt keinen Bock habe, sie aufzusuchen. So, wir machen die Elex-Beutel auf, die wir gefunden haben. Wer sagt's denn? Da liegt noch Geld.
Da ist der Tresor. So, wir hacken ihn trotzdem mal. Ja. Gut. Und schwere Waffe, beschädigte Raketenwerfer. Naja. Naja, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Egal, wir haben mal was erkundet. Ein U-Bahn-Schacht. Jetzt sind wir wo? Ein ordentlich versteckter Eingang. Ja, perfekt. Da haben wir hier quasi einfach mal die Zeit genutzt, was Sinnvolles zu erkunden. Mhm. So, dich weg. Da hinten war noch ein Raptor. Den wir erstmal noch fix holen. Ich wollte jetzt da hoch, ne? Ja. Ich will nur ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwo weiterer Loot liegt, weil 200 Zigaretten. Weil wenn wir hier schon die Monster töten, dann können wir wenigstens noch mal ganz kurz einmal im Kreis laufen und gucken, ob irgendwo Loot ist. Jo, damit haben wir es. Zu den Berserkern geschafft. Ich würde sagen, wir laufen als erstes rein verkaufen. Zu den Berserkern, zu den Klerikern. Wenn ich dann reingelassen werde, warum sitzt du hier? Das ist ein Grund. Lass mich. Nö. Und du? Jetzt nicht. Gut. Dann eben nicht. So, hier will ich verkaufen. Wir fangen, geben einfach alles dir. Grüß dich. Grüße zurück. Zeig mir deine Waren. Aber sicher doch. Lächeln ist auch nicht ihre Stärke. So, wir können gar nicht alles verkaufen. Wie ich hier schon sofort sehe. Egal. Drücken wir einfach alles in die Hand, was geht. Habe ich gerade gekauft. Oh mein Gott. Handel abschließen, nein. Zurücknehmen. Zurücksetzen. Da, verkaufen will ich. Oh mein Gott. So. Wir haben jetzt einen richtigen Knopf gefunden haben, können wir das Ganze nochmal machen. Überhaupt nicht viel, was ich verkaufen will. Ich kann einfach Enter drücken, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Naja, wenigstens etwas. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich diesen Beutel hier nicht verkaufe. Den. Ja, das sieht doch geldtechnisch jetzt schon mittlerweile echt gut aus. So, das hier kann auch alles weg. So, sind wir bei 11.000. Handel akzeptieren. Danke dafür. So, dann machen wir hier noch einmal den Beutel auf und dann gehen wir in die nächste Folge. Interessant. Und lernen dann die Sachen, die ich lernen wollte. Ich weiß gerade nicht mehr was, machen wir uns nächste Folge wieder einen Überblick. Ich
bedanke mich jetzt aber erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben, damit mich schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage mir zum Schluss: Tschö mit Ö!